Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Aquarinus. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen hier beim Tier-Update. Ich habe mir gedacht, das wäre mal eine gute Idee, denn ich komme ja gar nicht mehr hinterher, euch irgendwie auf dem Laufenden zu halten. Und gerade was das Thema Tiere angeht, denke ich mal, dass es ja, so für jeden ganz interessant ist. Denn ich habe es ja hier immer ganz bunt gemischt. Fische, Garnelen, Schnecken, Krebse. Ja, genau. Haben wir alles abgedeckt eigentlich, ne? So, ja, ich würde sagen, wir starten hier beim Aquarium in der pinken Variante. Genau, ich habe es euch gar nicht erzählt. Ich war vor einer Woche oder so, ja, war ich bei Michel, denn wir haben Videos gedreht für die Zukunft. Genau, und er hat mir pinke Bosshornschnecken mitgegeben. Fand ich sehr aufmerksam und die passen natürlich hier perfekt rein, ne? Er hat sie auch in weichem Wasser. Deshalb hoffe ich, ja, dass es ein Zukunftsding ist. Also, dass das auch funktioniert. Heute, gestern, habe ich eine Anzeige gesehen auf Kleinanzeigen. Ich bin immer auf Kleinanzeigen. Mit Red Bulls und Blue Bulls als Combination. So. Und es passt richtig, richtig gut zusammen. Und Red Bulls ist ja sowieso so ein Thema, weil die ja doch sehr ins Rosa gehen. Also je nach Red Bull, aber das kann man ja quasi rausselektieren. Und Blau passt halt auch sehr gut, ne? Zu Pink. So. Und naja, das war jetzt so die Idee. Pinken Aquarium. Und jetzt wisst ihr auch schon mal, was so ungefähr geplant ist. Ich hoffe, die Person antwortet mir und ist für den Versand. Denn Kleinanzeigen und Versand ist ja jetzt mittlerweile ein riesiges Problem geworden. Steht auch keiner warum. Naja, deshalb gucken wir mal, ob ich Glück habe. Ich hoffe, ich habe Glück. Das Aquarium, wo ich euch gerne ein Update geben würde, ist das kleine rote Neocaridina-Aquarium. Hier meine roten Garnelen. Sind die nicht wunderschön? Ich bin so hyped. Also wirklich. Die waren ja vorher im großen roten Aquarium. Da war ja ein anderer Bodengrund, wo sie einfach überhaupt nicht drauf rüberkam. Und ihr seht das schon. Das ist jetzt auch quasi ne, der neueste Stand. Ganz viele kleine Baby-Garnelen. Ja. Ich habe euch ja erzählt, dass hier so viele Tragende waren und hier unten haben wir das Resultat. Ich bin sehr gespannt, ja, wie die sich von der Farbe und so entwickeln. Es sind auf jeden Fall jede Menge. Überall sind Babygarnelen. Und ich freue mich sehr. Ja, genau, das Aquarium läuft sehr gut. Ach ja, stimmt, hier ist ja auch noch dieser kleine Medaka drin. Ihr seht ja schon mal, ne, dieser rote Streifen ist auf jeden Fall schon da. Wie viel Zentimeter mag er haben? Vielleicht 0,7? 0,7 Zentimeter? Ja, wunderschöner Fisch. Auch absolut einfach im Großziehen. Also das ist hier... Na gut, aber hier sind ja auch viele... Hier gibt es halt auch viel zu entdecken, ne? Kleinstlebewesen und so. Mikrofauna. Ja, auf jeden Fall bin ich mit dem Aquarium super, super glücklich. Also, ja. Ah ja, zwischenzeitlich gab es ja ein Problem mit der Filterung. Habe ich das erzählt? Hatte ich das erzählt? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte ja hier den Rucksackfilter dran. Und durch diesen feinen Kies hier, beziehungsweise Sand ist es ja, war so ein Feinstaub. Und der hat sich komplett in diesem Rohr abgesetzt vom Filter. Und dann habe ich ihn nicht mehr sauber bekommen. Also ich bin auch mit so einem Pfeifenrohr rein, aber das geht halt nicht um die Kurve. Und da liegt halt, ne, das Problem. Ja, und deshalb, naja, habe ich jetzt hier wieder, ich glaube, was habe ich jetzt hier drin? Aquae-Filter, ne? Ja, früher oder später komme ich dann noch immer wieder zum Aquae-Filter. Aber generell bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Rucksackfilter. Insofern, ja, naja, das kleine Update zum kleinen roten Neocaridina-Aquarium. Und ich habe mich hier mal für so ein bisschen Gestrüpp entschieden, ne? Dass man so quasi drumherum packen kann. Okay, Leute, Moment. Von weiter weg? Nee, wir müssen das schon. Nee, so. Also, das Aquarium kann ich euch jetzt gerade leider nicht zeigen, weil, ne, das kommt ja noch. Aber da seht ihr jetzt mal,
Ich bin hier wirklich so ein bisschen am aufhübschen, das ganze Thema Pflanzen. Kommt auch noch ein bisschen was. Da mache ich mir auch im Moment Gedanken, vor allem bezüglich. Oh nein, jetzt fokussiert das hier falsch. Nein, nein. Ja, auch Pflanzen, die aus dem Wasser rauswachsen. Da mache ich mir noch Gedanken. Das hätte ich nämlich richtig gern bei so ein paar Aquarien. Und naja, lasst euch überraschen. Ich muss mich quasi auch überraschen lassen und ich habe noch keinen Plan. Dieses kleines Update wäre dann hier in dem Mini-Aquarium. Die denn alle? Also eben waren noch ein paar da. Da unten. Das war ja, habe ich euch ja gesagt, ne? Diese, die sind ja aus dem Mixbecken entstanden. Okay, jetzt stiehlt die Schnecke hier die Show. Ja, aus meinem Schreibtischaquarium, ne? Orange, rot, gelb. Mischung ist grün-gelb rausgekommen. Bei der da hinten erkennt man es auch eigentlich am besten. Naja, so semi-gut. Ja, die habe ich extra gesetzt. Ach ja, hier oben ist auch noch eine. Moment, zeig dich. Ne? Ist auch so dunkelgrün, gelb. Also ich finde die wunderschön und ich hoffe, also bis jetzt ist noch keine tragend oder so. Schon mal abwarten. Aber Projekt läuft. Ne? Und es läuft halt ohne Filter. Das ist so ein Grund, warum hier auch nicht viel Futter reinkommt. Ich würde zwar so einen Blubberstein reinpacken. Vielleicht mache ich das auch noch. Aber bisher läuft es okay. Also ich fütter ja auch nicht viel. Das ist immer so ein. Ja, ne, Aquarien ohne Technik, das funktioniert gut, solange man nicht das mit dem Futter übertreibt. Also das ist so meine Erfahrung. Das nächste Aquarium ist das Orangenaquarium. Da kann ich euch sagen, da gab es ja das Problem mit dem Nachwuchs, dass hier einfach irgendwie nichts passiert, gefühlt. Und dann habe ich ja angefangen, viel mehr zu füttern, auch vor allem Stoppfutter und so. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen Nachwuchs, ne? Also, ja, läuft sehr gut. Thema Thylos. Da kommt auch immer wieder die ein oder andere Nachwuchsschnecke dazu. Ihr wisst ja, hier ist dieses Kreuzungsprojekt zwischen Albinos und den orangenen Thylos. Das ist quasi ein Kreuzungsergebnis. So, und ich finde, je nach Lichteinfall, zum Beispiel vorne die Schnauze, hat quasi ja, Albino-Flair. Und überall, wo nicht viel Licht hinkommt, sieht es immer sehr dunkel aus. Aber ich glaube schon, dass wir hier ganz erfolgreich waren. Also das muss man jetzt noch mal abwarten, bis sie halt größer ist. Aber vielleicht erkennt ihr, was ich meine. Die Haut, ne, ist schon von der Albino. Sie hat keine Albino-Augen, ist aber auch jetzt nicht schlimm. Und sie hat das Gehäuse von der orangen Tüllomelania. Quasi Ziel schon irgendwo erreicht. Jetzt seht ihr, ne, hier, wo sobald es dunkler wird, da wird die Haut auch wieder dunkel. Also ja. Ist vielleicht so ein, wer bist du denn jetzt hier? Ja, die ist im Übrigen auch wunderschön, oder? Weiß nicht, wie ihr das seht. Die habe ich vor Jahren, habe ich die mal auf, jetzt kommt es wieder, Kleinanzeigen, gefunden. Ich weiß auch überhaupt nicht, was das hier ist. Ist auf jeden Fall eine Turmdeckelschnecke. Streifenaquarium, sind übelst viele Muschelkrebse drin. Ja, aber naja, mal gucken. Die Garnelen stört es noch nicht so sehr. Das ist immer dieser Wechsel. Ah. Die Babaulti. Jetzt mal eine Frage an euch, ne? Vielleicht kennt sich einer aus. Diese Augen, die diese Babaulti hat, das sind doch keine Orange Eyes, oder? Weil Orange Eyes sind doch normalerweise so durchscheinend, so jellyartig und die sind schon sehr, ja, so gemalt gelb irgendwie, ne? Also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der Red Devil oder so, die Orange Eyes sehen einfach anders aus. Ich weiß nicht. Weil diese Babaultis hier, die gibt es ja auch mit schwarzen Augen. Und da hatte ich quasi schon Diskussionen mit einer Person. genau. Und ich bin der Meinung, das sind keine Orange Eyes. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ist ja jetzt auch schon wieder hier richtig schlecht zum Filmen.
Naja, aber ihr habt es gesehen. Ja, und die leben ja hier mit den Blue Jellies. Die sind auch überall verteilt. Wenn man sie sehen möchte, sind sie nicht da. Ach, da. Da ist wieder ein Muschelkrebs. Hier überall die Muschelkrebse. Naja, auf jeden Fall klappt die Kombination sehr gut. Ein kleines Update auch zum Dorfaquarium. Wenn sie schon mal direkt hier ist, dann mache ich doch auch eine schöne Aufnahme. Jetzt geh doch nicht weg. Jetzt geh doch nicht weg. Ich wollte eine Makroaufnahme von dir. Naja, okay. Die schöne Pastellgrundel. Hattet ihr mir ja gesagt, ihr braucht Höhlen? Wer hat Höhlen hier reingelegt? Natürlich. 1, 2, Moment. 3. Hier ist auf jeden Fall der rote Antennenwels. Ich habe ja ein Weibchen und ein Männchen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das Männchen ist. Und ich habe ja auch hier einen Hexenwels drin. Den sieht man natürlich jetzt auch nicht. Sonst zeigt er sich immer. Ich habe jetzt zum Beispiel einen hier, der ist so richtig dick. Aber so richtig. Da mache ich mir schon irgendwie Sorgen. Ist er gesund? Oder isst er einfach nur sehr viel? Das ist so ein bisschen die Frage jetzt hier. Aber naja, wo ich sie bekommen habe, waren die auch schon sehr dick. Ich glaube, das sind die ersten Fische, die so richtig dick sind, wo ich sie gekauft habe. Sonst sind die mal alle irgendwie so abgemagert. Und die hier waren einfach schon von Anfang an gut genährt. Ja. Ah, guckt mal, Leute, wer da kommt. Der kleine Akrofisch mit seinem Mädel. Die checken hier die Lage. Wen können wir denn jetzt ärgern? Ah ja. Hat sich jetzt. Er akzeptiert, dass er jetzt hier nicht mehr der Chef ist. Ja. Seit die Bärblinge drin sind. Manchmal kann es so leicht sein. Ne? Weil ich ja schon gedacht habe, okay, wenn ich den jetzt auch noch umsetzen muss, aber manchmal klärt sich's von selbst. Willkommen zum. Ich habe immer noch keinen Namen. Blueberry Aquarium vielleicht. Wir müssen uns jetzt quasi anschleichen, denn sonst verschwindet der kleine Freund hier wieder. Er merkt schon, dass wir jetzt auf ihn zukommen. Ja, die süßen Fächergarnelen, die haben halt überhaupt keinen Bock auf Kamera und so. Schade. Sie hat sich hier diese Röhre, ja, diese, was ist das, Vase ausgesucht. Vorher war sie da drin, dann da drin, jetzt ist sie hier drin. Also hier scheint wohl Optimum zu sein. Und die anderen, warum auch immer, sind hier immer drunter. Ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt eine sieht. Ist auch ganz komisch, die sind. Ich weiß es nicht. Dabei habe ich ihnen ja hier auch noch Möglichkeiten gegeben, direkt in der Strömung. Also ich habe ja hier diesen Rucksackfilter und hier hinten nochmal Filter ohne Schwamm, quasi nur für Strömung. Also hier ist schon ordentlich Strömung drin, ne? Also wenn sich die Anuvien schon bewegen. So, ich habe jetzt mal ein bisschen Futter hier reingeschmissen. Ist ja nicht so, als wenn ich heute Morgen schon gefüttert hätte, aber egal. Und jetzt versuchen wir uns nochmal an das kleine Objekt hier ranzuschleichen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich gehe schon mal in die Makroaufnahme. Wunderbar. Ja, ist jetzt quasi gerade Fächerfeed drin. Das findet ihr, glaube ich, ganz gut. Ja, wo die anderen sind, keine Ahnung. Da würden ja jetzt eigentlich noch 2 reinpassen. Da oben und da. Aber irgendwie, weiß ich nicht, die ist ganz alleine hier. Was macht sie denn da an der Scheibe? Die sieht ja aus, als wenn es da dran kleben würde, ne? Sieht voll spooky aus. Naja, okay. Das scheint irgendwie was Besonderes zu sein, hier die Scheibe. Ja, so ist es halt, wenn man sich den untersten Platz aussucht. Ach, die denn da? Hallo, das Futter kommt doch von oben. Naja, okay, lassen wir das nur so stehen. Ja, und Thema Fische. Die sind ja gerade auch alle unterwegs, wie man sehen kann, nicht. Die sind halt auch scheu, ne? Die merken jetzt, okay, jetzt sitzt die Alte schon wieder da. Was will die von uns? Hier sind ja die filigranen Regenbogenfische drin. Aber irgendwie auch nicht, wa?
Wo sind die denn jetzt? Blueberries, Thema Blueberries, ist auch immer noch durchwachsen. Keine Ahnung. Da liegt jetzt wieder eine umgedreht. Also irgendwie so richtig fit sind die nicht. Ich weiß es nicht. Man sieht immer mal wieder eine so unterwegs und so. Aber ja, halt auch dann ganz oft nicht. Ne? So ein bisschen wie so ein bisschen das Burma-Phänomen, Burma-Stichlingsphänomen. Da ist es ja ähnlich, ne? Die sieht man ganz lange nicht und auf einmal sind sie wieder da. Geht es denn eigentlich euch mit den Blueberries? Also ich weiß, so ein paar haben sich ja, glaube ich, auch welche bestellt, ne? Würde mich mal interessieren, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Ich bin jetzt ein bisschen weiter weg, ne? Deshalb ist es jetzt nicht so ganz scharf, die Aufnahme. Aber die haben sich hier versteckt. Und guckt mal bitte das Männchen, wie hübsch das schon ist, ne? Es ist jetzt gerade am Balzen hier. Es ist schon crazy, was er da macht. Eigentlich bekommen die ja noch so ein bisschen rot, aber vielleicht ist er da auch noch zu jung für. Das sind jetzt hier die Mädels gerade. Auf jeden Fall haben die sich da hinten versteckt. Deshalb habe ich die jetzt auch nicht gesehen. So, mein Lieblingsort. Das Schreibtisch. Der Schreibtisch und das Schreibtisch-Aquarium. So. Hier noch die Reisfische zu sehen. Auch, ja, meine absoluten Lieblinge. Da wollte ich mich jetzt demnächst auch mal tatsächlich an einer gezielten Zucht versuchen. Ne? Bisher war ja immer so, so alles so ein bisschen zufällig, was den Nachwuchs der Fische angeht. Aber ich hätte gerne ja, ein paar mehr. Ne? Ich habe ja hier nur 10 Stück. Na, gucken wir mal. Ne? Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja. Ihr Lieben, bevor ich das jetzt noch vergesse, es gibt ein Kanal-Update, ja. Also der Kanal wird jetzt die nächste Zeit ein bisschen, wie sagt man denn, geupdatet? Also Thema Shorts, sagt euch vielleicht was, dem einen oder anderen vielleicht auch nicht. Habe ich mich bis dato ja noch nicht dran versucht, beziehungsweise einmal habe ich versucht, was hochzuladen, hat nicht funktioniert und dann habe ich es irgendwie auch schon wieder sein gelassen. Aber, naja. Thema Shorts ist nichtsdestotrotz in meinem Kopf und ich habe mir überlegt, was kann ich denn an Shorts hochladen, was auch irgendwie sinnvoll ist. Also, naja, okay, was heißt sinnvoll, wenn ihr jetzt hört, was ich vorhabe, dann denkt ihr, ey, so viel zu sinnvoll. Nee, und zwar habe ich mir gedacht, das sind ja, Shorts sind ja immer diese 1-Minuten-Videos und da habe ich mir gedacht, okay, interessant dafür wäre vielleicht so eine einminütige Auszeit, in der ich euch zum Beispiel Makroaufnahmen zeige von Tieren, Pflanzen, generell vielleicht auch so statische Aquarienaufnahmen mit Musik hinterlegt. Das wäre die eine Variante. Die ist dann so ein bisschen entspannend für euch. Ne? Wenn ihr mir so einen Tag so 1 Minute Auszeit braucht und eure Aquarien vermisst oder generell die Aquaristik, dann könnt ihr euch das anschauen. Und dann die zweite Variante wäre, oder was heißt wäre, ist, es wird immer im Wechsel stattfinden, Comedy. Comedy in der Aquaristik. Ihr kennt das aus dem Comedy-Video. Da sind ein paar Charaktere, die werden wieder auftauchen in den Shorts. Regelmäßig, ja. Genau, ich hoffe, dass ich auch genug Kreativität übrig habe dafür und nicht nach 2 Wochen merke, okay, die Idee war blöd, ich habe gar keinen Input. ja, aber das erste Video ist auch schon gedreht, schon seit 3 Wochen. Ich habe es nur noch nicht hochgeladen, weil ich es euch halt auch ankündigen wollte, ja. Ich weiß ja nicht, es sind ja auch ein paar Neue jetzt auf dem Kanal, die kennen das kommende Video vielleicht noch nicht und denken sich jetzt, was ist mit ihr passiert? Ist sie schizophren? Hat sie mehrere Charaktere? Deshalb hier einfach nochmal die Info, ja, dass die, diese Shorts jetzt bald beginnen werden und im Wechsel zwischen entspannten Aufnahmen von Aquaristik und Comedy. Ja, wir werden jetzt quasi am Ende des Videos. Wer es noch nicht gemacht hat, kann mir ja ein Abo hinterlassen. Also wer Bock drauf hat, wer regelmäßig zuschaut und das noch nicht getan hat und vielleicht auch einen eigenen Account hat, das wären ja die Bedingungen dafür. Ja, über einen Daumen nach oben freue ich mich auch immer sehr und über Kommentare sowieso, denn ja, das ist quasi die beste Rückmeldung, die man mir geben kann. genau, ja Leute, Labarababa, ich bin jetzt wieder raus und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.